Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und heute hätte ich ja für euch einen kleinen Mod. Und dieser Mod nennt sich Mini-Heads Mod. Mit diesem Mod könnt ihr richtig schöne kleine Mini-Figuren in eure Welt hinzufügen. Und das ist ziemlich nice, so als eine Dekoration, ne? Und ich würde sagen, ich zeige euch das einmal. Also folgendes. Es gibt zum Beispiel diese Creeper Mini-Head Box Items. Die sehen so aus. Kann auch hin platzieren und ich brauche mal Blöcke, mal was das sieht. So, die sehen so aus, also wie in einer Schachtel so ungefähr, ne? Weil ich 022 so, da ist auch irgendwie hier Mini als Collectable Series 2 Hashtag 022, ne? Also von der Serie 2 Nummer 22, ne? Und dann ist es so, als wenn man was im Laden kaufen würde, ne? Ziemlich dekorativ auch, ziemlich, ne? Also diese Packung. Ich habe einen Creeper drauf, sieht ziemlich cool aus. Und jetzt die Frage, wo findet man die? Natürlich nicht im Supermarkt oder im Minecraft, ne? Ist ja ein bisschen blöd. Sondern ihr könnt diese Creeper, also die Creeper, sondern dieser Dinger hier, die Boxen hier in Dungeons finden. Da sind einfach mal in der Kiste drin und dann müsst ihr die looten und dann könnt ihr mit nach Hause nehmen. Und dann einfach hier auspacken. Und wenn man das zerstört, geht das nicht weg. Muss natürlich die Partikel kommen raus hier von dem Creeper. Sieht auch cool aus. Und zwar folgendes, wir brauchen jetzt ein Crafting Table, wenn wir es auspacken können, wie es gehört, ne? Jetzt auch noch diesen Creeper, einfach in den Crafting Table tun, machen wir so ein Creeper Mini Head raus. Yay. Aber hier platzieren wir nochmal einen richtigen Creeper hier drin. Und sieht auch nicht schlecht aus, ne? Und dafür gibt es ziemlich viele Dinger hier. Und ich zeige euch mal kurz mal alle. Oder alle, keine Ahnung. Ja, okay, eigentlich kann ich auch alle zeigen. Es sind nicht so viele. Ich hoffe einfach ein paar raus hier. So. Moment, dauert kurz. So, jetzt machen schon alle. Und zwar gibt es einmal hier Dolores Affinity Mini Head Boxed. Sieht so aus. Packe gleich mal eben aus. Wobei mein Crafting Table da hinten, ne? Ich kann wohl ganz kurz nochmal auspacken. Also der Dolores sieht dann irgendwie so aus. Ich habe hier noch so ein Joel Mini Box Dings. Mini Box, eine Mini Head, können wir auch auspacken. Haben wir noch Notch, haben wir auch noch hier als Minifigur. Aladdin haben wir auch noch hier. Daenerys Targaryen Mini Head Boxed, ich weiß nicht, was das ist. Aber hier so ein Ding, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Man gar nicht mehr auspacken kann, auch schon. Haben wir noch Eleven hier. Dann haben wir noch Drax, auch noch dann Emma's Van. Das ist keine Ahnung. Dann nochmal Freddy Fiesbier. Toll von Five Nights at Freddy's, ne? Ich glaube, der Dolores sieht dann so aus. Ne? Ich kann mal hier die Dinge jetzt mal eben so machen, damit ich habe keinen Zoom-Mod drin. Dann noch diesen Joel, die sieht so aus. Dann Notch sieht so aus. Aladdin sieht so aus. Daenerys Targaryen sieht so aus. Eleven sieht so aus. Greg sieht so aus. Dann Emma, Sven sieht so aus und. Ja, Freddy Fresbier sieht so aus. Und das ist auch mal eine richtig schöne Sammlung, oder? Und ist, denke ich, ziemlich nett. Ich sag eigentlich noch hier eigentlich die Box eigentlich raus tun. Weil am Ende juckt das doch eh keinen. Ich sag nur die kleinen Minifiguren mal zeigen hier. Wie es hier so gibt. Deswegen zieh ich die ganz kurz mal so eben raus hier. Ich will das einfacher, ne? So. Das kurz im Creeper Mod brauchen wir nicht mehr, ne? Haben wir gerade schon gezeigt. Kann ich mal außen vor lassen. Dann haben wir wenigstens der Enderman, der ist mir ein bisschen größer. Ja. Ich nehme den jetzt so aus. Dann haben wir einen Winston. Keine Ahnung. Dann haben wir noch Samus Aran. Sieht so aus. Dann haben wir noch Cookie Monster hier am Start. Dann haben wir Lucio, das sein soll. Das kann man Fußballspieler, der hieß Lucio. Ne? Bundesliga gespielt. Das sieht nicht nach diesem Lucio aus. Keine Ahnung von wo der ist. Und noch Tracer. Keine Ahnung von wem. Also von wo der ist. Dann noch ein Skelett. Dann ein Skelett. Ein Zombie. Und ein Steve. Und ja, das sind die nächste Collection hier. Ne? Und steht überall dran hier so Mini Heads Collectibles in der Series 2. Und ja. Mache ich jetzt nochmal weg hier. So, duf. Duf. Mal zum nächsten. Ziehen wir ganz kurz auch nochmal raus hier.
Na, ist wieder ganz schnell. Und ja. Dann war das jetzt den Alex, ne? Also den anderen Steve und noch Harry Potter. Die sieht so aus. Lara Croft, Eric Hartman, Black Panther, Daredevil, Captain America haben wir hier, Finn und Vision. Und das sind die nächsten Figuren. Und jetzt kommen wir zu den letzten, glaube ich, schon fast, oder? Das ist gar nicht. Die sind immer so klein, die können kaum abbauen hier. So, dann haben wir noch den anderen hier. Das sind auch schon die letzten, ich weiß es nicht. Könnte sein. Genau, das sind schon die letzten. Einfach ja zur Marty McFly, ne, von zurück in die Zukunft. Den kann ich mal wirklich jetzt mal hier. Na, Kylo Ren, der ist an Star Wars, ne? Also an Tex-Mac EP, ne? Das freut mich ganz sicher bestimmt, ne? Und Kylo Ren aus Star Wars. Dann haben wir noch Jon Snow, John Wick, Iron Man, Spider-Man, Batman und Genie. Sieht mir nach Machinator aus. Und dann gibt es hier noch so eine Display Case, die sieht so aus. Da können wir jetzt hier Figuren reintun. Das mache ich ganz kurz mal. Ich mach's kurz nochmal ab hier. Und dann kann man zum Beispiel auch irgendwie zum Beispiel an die Kirche zum Beispiel ransetzen. Dann kann man zum Beispiel einfach hier so Marty McFly reintun. Oder Kylo Ren oder hier Jon Snow kann man hier reintun. Und dann sind die richtig schön hier ausgestellt. Und das sieht auch ziemlich cool aus so, ne? Da kann ich schon viel, viel besser sehen. Und die droppen sogar richtig gut auch, ne? Das ist ganz geil. Sehr gut. Und hier kann man noch eine Glasscheibe oder was reinsetzen, ich weiß es nicht. Last Pain. Weiß es nicht. Ich meine, vielleicht kann man es mit grünem Glas oder so machen, ich weiß es nicht. Kann ich gut vorstellen, dass es geht. Nee, steht das nicht auf der Seite dazu. Kann sein. Ich muss mal gucken hier. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann hier die Boxen, glaube ich, reintun. Habe ich das jetzt, glaube ich, gerade gesehen. Glaube ich. Geht das? Sind von der Harry Potter drin. Die Box. Ist das hier? Cross Empty Display Chase, okay. Das ist ein Harry Potter. Ziehe ich ganz kurz mal raus hier. Harry Potter. Kann ich das hier reintun? Irgendwie nicht, ne? Weiß es nicht. Diese Enderman braucht übrigens so eine komplett leere. Wenn das hier reinpasst. Na. Und, ja. Keine Ahnung. Aber bei mir jetzt nicht ganz gut funktioniert. Aber vielleicht ist es auch eine ältere, also es ist eine neue Version von iPhone 12, na. Also kann sein, dass da noch nicht ganz drin ist. Vielleicht kommt es mit iPhone 13, ich weiß es nicht. Oder eine neue Version halt allgemein. Ich weiß es nicht. Was dann noch so kommt. Na, ich auf jeden Fall. Wenn es so keine Minifiguren für eure Welt. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bootswertung da. Abo nicht vergessen und tschüss.